Außerdem auch einfach mal jetzt mal abseits vom Thema. Ich habe ein Hashtag Nebelnice-Video einfach mal mit Reeps PvP, der letztes Mal im Video war, einfach mal zum Spaß eingesendet. Das Video ist halt drangenommen worden. Und ja, hier mal ein kleiner Ausschnitt. So Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Community Time. Erstmal vorab, ich werde ganz zum Schluss vom Video, werde ich einfach noch was erzählen. Wer das wissen will, guckt einfach bis zum Schluss. Alle anderen jetzt viel Spaß mit Community Time. Der liebe Detroit schreibt, ich könnte verschiedene Texture Packs mischen, also Items. Ja, am liebsten würde ich aber ein Texture Pack haben, was alleine gepixelt ist. Ich sitze natürlich auch schon die ganze Zeit dran, also mein Texture Pack ist sogar schon fast fertig, würde aber gerne noch Sachen von euch mit reinmixen, sodass halt so ein Community Pack wird. Außerdem auch einfach mal jetzt mal abseits vom Thema, ich habe ein Hashtag Nebelnice Video einfach mal mit Reeps PvP, der letztes Mal im Video war, einfach mal zum Spaß eingesendet. Das Video ist halt drangenommen worden und ja, hier mal ein kleiner Ausschnitt. Nice! GG Anderson! Super scharf! Was ein epischer Kampf. Ja, Leute, könnt ihr euch auch gerne auf dem Kanal von dem lieben Nebel League angucken. Hat mich auf jeden Fall richtig gefreut. Egal, wir machen weiter mit Community Time. Der liebe Andrew schreibt, hey Moritz, verdienst du Geld mit YouTube? Und wenn, wie? Auf jeden Fall kann ich euch jetzt hier zeigen, von der letzten Folge Community Time habe ich 5 Cent eingenommen. Das steht hier, also unter Aufrufe und geschätzte Gesamteinnahmen steht da 5 Cent. Also ich habe mit dieser Community Time Folge 5 Cent aufgenommen. Ihr merkt, das ist fast nichts. Und die nächste Frage kommt von Vexo. Hey Moritz, wie stehst du zu kleineren YouTubern? Würdest du sie unterstützen oder würdest du lieber mit jemandem aufnehmen, der so auf deiner Größe ist? Also, da kann ich dir sagen, ich nehme allgemein mit YouTubern auf, wenn sie mir sympathisch vorkommen. Wenn er jetzt 100 Abonnenten hat oder 10.000, aber im Moment nehme ich da sowieso nicht so viel mit anderen auf, außer in PvP vs. You, obwohl das Format im Moment so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Der liebe Tobi 007 schreibt, ich bin am RP machen. Freut mich auf jeden Fall. Wenn du es fertig hast, einfach an die E-Mail mrtzgameplays@gmail.com einsenden. Ich weiß, dumme E-Mail, aber sendet es einfach da ein. Der liebe T-Craft schreibt, ich habe ab und zu mal deine Streams geguckt und zum Glück habe ich genau die Luftmatratzenaktion gesehen. Da hast du auf jeden Fall richtig Glück gehabt. Den Insider haben nicht bestimmt nicht viele gesehen. Wenn ihn irgendjemand von euch aufgenommen hat, ist es natürlich sehr unwahrscheinlich. Könnt ihr mir mal gerne reinsenden, also wäre ziemlich witzig. Ich habe außerdem ein neues Intro zum Beispiel jetzt bekommen. Ich möchte den Designer ein bisschen promoten. Er hat es einfach so aus dem Nichts gemacht. Freut mich auf jeden Fall richtig. Das Intro ist richtig cool geworden. Das ist nämlich der liebe Lumix. Ihr könnt gerne mal nach dem gucken. Ich habe ihn unten mal verlinkt und einfach mal ein Abo dalassen. Liebe ByDrenox schreibt, wann kommt PvP vs. You? Hab so Bock gegen dich zu zocken. Ja, wie gesagt, PvP sackt im Moment so ein bisschen ein. Aber, ja, Montag bin ich zuversichtlich, dass es kommt. Der liebe Virex Arts schreibt, ich mach morgen vielleicht eins, adde mich auf Skype, GermanSkillArt24. Schreib mich einfach, sende einfach dein Texture Pack an die E-Mail-Adresse mrtzgameplays@gmail.com. Der liebe Lsteak schreibt, yo Moritz, machst mega coole Videos und bin froh, dich hier auf YouTube gefunden zu haben. Außer dir kann, das ist ein langes Kommentar. Außer dir kann, glaube ich, wirklich mal sehr viel werden. Meine Frage ist, wie alt bist du eigentlich? Vermute, wurde schon öfter gefragt. Sorry dafür. Ja, das wurde wirklich schon öfter gefragt. Ich sag's nochmal, ich bin 13 Jahre alt. Oh mein Gott. Leute, da war mal wieder der Moment, wo ich da... Leute, da war mal wieder der Moment, wo ich gedacht habe, dass meine Kamera nicht aufnimmt. Apropos Kamera, ich will mir bald eine neue Cam holen. Und zwar die Canon EOS 700D. Muss ich aber noch sehr, sehr lange drauf sparen. Also, das ist noch sehr zukunftsblickend. Das war es auch schon von dieser Folge, kleinen Folge Community. Wer nicht reingekommen ist, einfach nochmal einen Kommentar schreiben. Irgendwann werdet ihr schon reinkommen. Da bin ich sehr zuversichtlich. Einfach nur irgendwas Cooles schreiben, wo was auch Sinn ergibt und was nicht schon tausendmal beantwortet wurde. So, jetzt kommt die Sache, die ich ansprechen wollte. Und zwar ist es halt so, ich möchte euch jetzt einfach mal fragen, fändet ihr es okay, wenn ich einfach mal so einen Stream machen würde, wo ich dann wirklich nur als Hintergrund habe, dass es ein Spendenstream ist, zum Beispiel, keine Ahnung, an irgendwelche Organisationen oder für irgendwas anderes oder vielleicht auch für irgendein Equipment oder sowas, wäre das okay, so einen Spendenstream zu machen? Wer bei sowas auf jeden Fall dabei wäre, auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben. Wer sowas nicht so gut findet, einfach auch gerne in die Kommentare schreiben.
Außerdem habe ich noch eine zweite Sache, die ich noch loswerden will. Und zwar ist es die Setup-Tour. Und zwar habt ihr die Setup-Tour in der Hinsicht gefeiert, dass ihr wisst jetzt, was ist mein Setup. Möchtet ihr aber gerne nochmal so eine zweite Sache sehen, zum Beispiel was in meinem PC drin ist, zum Beispiel sowas wie, wie schneide ich meine Videos und so, habe ich als auch ziemlich oft gehört, auch einfach gerne mal in die Kommentare hauen. Natürlich das nicht als Hauptkommentar nehmen, Leute, das nehme ich nicht in die nächste Folge rein. Das war's dann auch schon von dieser kleinen Folge Community Time. Wenn euch gefallen, dann lasst den Daumen da gerne nach oben da. Haut rein, wir sehen uns bis zum nächsten Mal und ciao.